Moin, Leute. Ja, ihr hört es schon. Wir haben auf jeden Fall einen Verbrenner am Start und wir haben vor allem einen Flugplatz. Im anderen Video, wo ich mit dem Model 3 gegen den M2 gefahren bin, da habt ihr schon so ein bisschen was hiervon gesehen. Ja, guckt euch das Video an, damit ihr seht, wer da gewonnen hat. Jetzt haben wir zwei andere Autos und das wird ziemlich spannend. Auf der einen Seite haben wir einen E63S, ne? E63S, 612 PS, das weiß ich noch aus meiner Verbrenner-Vergangenheit. Schönes Auto mit ordentlich Wumms. 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Und dann freut es mich ganz besonders, auf der anderen Seite ein Taycan zu haben. Das ist ein Taycan Turbo. Rein auf dem Papier ist der schneller als der E63, denn da haben wir eine Beschleunigung von 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Wir werden mal sehen, wer hier als erstes bei 400 Meter ankommt. Wir packen noch ein paar Kameras drauf. Ich denke, wir werden auch mal das Model 3 Performance noch mal hier testen gegen den Taycan und auch gegen den E63. Leute, viel Spaß! Es ist halt nur ein Turbo, ne? Aber Launch Control hört sich schon geil an von der E-Klasse. Ja. War knapp, oder? Ja. Na, das war ein bisschen später losgekommen. Etwas später los, aber er war schon schneller. Ja. Nicht so zwei Wagenlängen oder sowas, ne? Ein, zwei Wagenlängen waren das. Boah. Ja, das klingt nach einem Rematch, finde ich. Ja. Okay, stellt euch nochmal so auf. Also es ist wahnsinnig, wie der am Anfang loskommt. Also man merkt das ja, ne? So die Reifen, die drehen zwar durch, aber er hat sich auch sofort wieder. Ja, das ist das Ding. Wahnsinn. Krass. Ja, also ich glaube auch jetzt hat der Taycan wieder gewonnen. Laura saß noch drin, Jasmin ist jetzt ausgestiegen beim E63. Das heißt, eigentlich kleiner Gewichtsvorteil beim E63. Ja, aber es war, glaube ich, der hatte gewonnen, ne? Der Taycan? Ja. Von hier sieht man das nicht ganz so gut. Das war jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. So, wir holen mal das Model 3 raus. Jetzt machen wir mal ein reines Elektro-Rennen. Eigentlich hatten wir noch ein etwas, eigentlich wollten wir kein Elektro-Elektro-Rennen hier machen. Aber es bietet sich jetzt so an. Eigentlich wird das der Taycan mit dem Model S verglichen. Aus meiner Perspektive ist aber eher der Vergleich zum Model 3 da. Und natürlich ist das Model 3 rein theoretisch langsamer mit 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Und ich glaube, gerade auch obenrum wird einfach das Model 3 komplett verlieren. Also, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das jetzt sein wird, wie groß da der Vorsprung sein wird. Also, wir starten. Ich glaube, du bist aber auch tatsächlich eine halbe Sekunde oder so später gestartet. Ja, wir müssen nochmal ohne Launch Control. Sobald eine höhere Geschwindigkeit erreicht ist, schafft das Model 3, kommt da nicht mehr hinterher. Da hat wirklich der Taycan wahrscheinlich durch den zweiten Gang einfach bessere Chancen.
Okay, also jetzt macht ihr ohne Launch Control. Okay, wunderbar. Okay, Na, schau mal einer an. Das ist nicht viel, was der da vor mir ist. Jetzt haut er wieder ab, aber am Anfang... Okay. Das ist schon heftig. Also wir beide haben Winterreifen drauf. Ich habe 62% Akku. Ich glaub, Taycan sollte man vielleicht eher mit Model S vergleichen. Ja, dann den P100D. Aber ich finde trotzdem, das ist jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. Das habe ich auch gesagt. Okay, dann lass noch einmal Rollen in den Start machen. Ich glaube, da habe ich dann wirklich keine Chance mehr. Auf 50 beschleunigen und dann gebe ich Go. Okay. Los. Go. Natürlich als derjenige, der lossagt, ein bisschen einfacher, aber ihr habt mich da noch eingeholt, das muss ich eingestehen. So, und das muss ich jetzt auch mal ganz kurz ausprobieren. Ich gehe mal hier in Track-Modus. Okay, Track-Modus funktioniert. Ja, okay, also gegen den Taycan muss ich mich definitiv geschlagen geben. Hat uns aber sicherlich nicht wirklich überrascht, oder? Aber ich finde trotzdem wirklich, dass das überraschend ist, wie knapp das tatsächlich war. Ich finde immer, das Model 3 ist da eigentlich der richtige Vergleich beim Taycan, auch vom Platzangebot und so weiter und so fort. Natürlich, wenn man jetzt dann auch ein Turbo und Turbo S hat, dann ist natürlich das Model 3 Performance von der Beschleunigung da das Vergleichsfahrzeug. Aber auch von wie der fährt und so weiter, ist das eher vergleichbar mit dem Taycan als beim Model S. Und ja, wenn man dann Taycan 4S zum Beispiel nimmt, da wird das Performance-Modell sicherlich gewinnen. Aber es sind beides sehr schöne Autos. Nach wie vor Porsche mag ich einfach, ein schönes Auto. Wir machen jetzt aber noch mal ein Rennen der beiden Verlierer, also Model 3 gegen E63S. Bevor wir damit starten, falls ihr mehr zur Elektromobilität erfahren wollt, dann guckt mal auf elektroerfahren.de vorbei. Dort veranstalten wir Workshops, wo ihr einmal alles rund um die Elektromobilität erfahren könnt. Das heißt, wie lädt man, wo lädt man, die ganzen Basics, sodass man dann auch wirklich die richtigen Argumente hat, wenn man mal in Diskussion kommt und wenn man sich so ein eigenes Auto anschafft, dass man da auch weiß, was man sich holt und auch am Ende des Tages dann Geld sparen kann. Schaut da mal vorbei. Ich springe jetzt ins Model 3 und dann machen wir hier den letzten Run für heute. Ist schon nicht schlecht, aber ja, so richtig vermissen tue ich den Sound nicht. Wobei, es ist schon ganz geil, muss man auch sagen. Der Taycan hat aber auch so ein bisschen Zaun und er ist definitiv heute hier der glorreiche Sieger. Das kann man nicht anders sagen. Ich kann es nur mal wieder unterschreiben. Es ist ein schönes Auto. Zweiter Stelle muss ich jetzt küren hier, E63S. Er war schneller definitiv, gerade dann hinten rum. Da hat er auf jeden Fall aufgeholt. Dann kommt das Model 3. Das war auf jeden Fall auf dem dritten Platz. Passt ja auch ganz gut. Model 3 auf dem dritten Platz. Und dann haben wir aus dem letzten Video, erinnert ihr euch vielleicht noch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt auf jeden Fall vorbei, den M2 mit Sören am Start, mit Blackout. Guckt auch mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Da findet ihr viel Content mit Motorrädern. Auch eine spannende Sache, die wir wahrscheinlich demnächst bei uns im Elektrohub haben werden in Hamburg. Ja, und an letzter Stelle, er steht dahin auch so ein bisschen abgeschlagen, der i8. Der ist aber der langsamste, muss man leider sagen. Ist trotzdem das zweitschönste Auto hier. Das finde ich schon. An erster Stelle kommt der Taycan vom Aussehen, dann der i8, aber wirklich ganz knapp hinterher. Und es gibt Situationen, wo ich das Auto immer noch absolut präferieren würde, nämlich wenn die Sonne scheint und es schön warm ist, denn es ist ein Roadster. Deswegen liebe ich ihn, deswegen habe ich ihn ja auch. Und die Flügeltüren sind auch schon nicht schlecht. Ja, Leute, also
Das war es hier von dieser Stelle. Wie gesagt, schaut mal bei elektroerfahren.de vorbei. Wenn ihr in Hamburg seid und einen Tesla mieten wollt, miete dein Tesla.de oder elektroerfahren. Da könnt ihr auch Anfragen stellen. Da haben wir noch ein paar mehr Elektroautos. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert auf jeden Fall, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir haben jetzt hier sicherlich noch ein bisschen Spaß. Und dann geht's zurück nach Hamburg in Elektrohub. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Es geht auch hier.